Servus, liebe Whisky-Freunde! Heute machen wir mal ein Unboxing, wie es so schön heißt, im Neudeutschen oder ganz oft auf, ich sage immer gern YouTube-Deutsch. Ich habe ein Päckchen bekommen vom lieben Olli. Olli, ich habe natürlich unseren oder deinen Adressaufkleber runtergemacht, nicht dass du auf einmal da Dutzende von Groupies vor deiner Bude stehen hast. Das wollen wir natürlich auch nicht, wenn dann sollen die ja vor meiner Bude stehen. Spaß beiseite. Der Olli hat mich angeschrieben, er würde mir gern ein paar Samples schicken. Ja, und ich bin jetzt da gespannt, was da drin ist. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob überhaupt eine Beschreibung dabei ist oder ob er mir nicht vielleicht sogar Blind Samples geschickt hat. Aber das finden wir jetzt dann gleich raus. Auf der Unterseite habe ich vorher schon mal aufgeschnitten, weil, wie ihr wisst, stelle ich mich beim Auspacken tendenziell ziemlich blödo. Ui, fein. Toll. Verpackt, alles safe. Ja, die Fläschchen dann auch noch in Luftpolsterfolie. Und ich sehe und staune tatsächlich. Es sind... wo ist die Kamera? Wo ist die... Es sind Blind Samples, aber man erkennt es vielleicht, ja, es ist hier quasi doppelt beklebt. Ich vermute, dass ich den Tesafilm dann aufmachen kann und dahinter dann die Lösung steckt. Lieber Olli, auf alle Fälle schon mal vielen Dank. Hier haben wir die drei, ja, für die Samples im Vorhinein schon, ja, bevor ich es probiert habe. Oh, da steht was drauf. Das lese ich euch gleich vor. Das hat er mal schon gesagt, der Olli, dass der dabei sein wird. Da freue ich mich. Auf dem freue ich mich am allermeisten. Und hier haben wir noch die Nummer 1, Nummer 1, ja. Da bin ich gespannt. Aber auf den letzten, hier, also auf den vorletzten, den ich jetzt gerade rausgeholt habe, auf den freue ich mich aus mehreren Gründen, weil... Da hat der Olli ein tolles Video dazu gemacht. Und zwar ist es der Ben Nevis Signatory Vintage mit 46% 2014, 2021. 46 Volumenprozent. Habe ich schon gesagt, First Fill Sherry Finish, limitiert auf 823 Flaschen. Und Olli, wenn ich mich nicht täusche, dann ist es doch dann dieser Einhorn-Whisky, oder? Au, 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 au. Da bin ich gespannt, ob er das überhaupt ist. Ich glaube schon. Ich glaube, ich kann mich erinnern, dass das der ist. Eieiei, vielen Dank, lieber Olli. Für alle anderen, die jetzt an Olli nicht kennen, sein Kanal heißt Wasser und Malz. Den habe ich euch... vorhin schon mal in der Infobox, hat es euch vielleicht da oben angezeigt. Ich tue euch aber seinen Link auch noch unten in die Beschreibung. Und ich würde sagen, da wird wohl mal ein Blind Tasting Video fällig. Das wird dann wahrscheinlich auch ein bisschen länger dauern. Schauen wir mal, vielleicht mache ich das auch live. Aber live ist dann eigentlich auch langweilig, wenn sonst keiner was davor hat. Gell? Vielleicht dann doch ein normales Video. In diesem Sinne, das war's dann heute auch schon. Mehr habe ich gar nicht. Ich wünsche euch alle noch einen schönen Abend bzw. einen tollen Tag. Das kommt jetzt darauf an, wie lange YouTube wieder braucht, bis das Video dann hochgeladen und freigegeben ist. Und wie schnell das ich jetzt dann da bin mit dem Zusammenschneiden, mit Intro und Outro. Und ach, ihr kennt das Spiel ja. In diesem Sinne, macht es gut, pfiat euch.